herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Hot Wheels Folge. Mich hat wieder ein Paket erreicht. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Hör mal, da scheinen eine Menge Autos drin zu sein und hier unten drauf steht Comfort Included. Ich bin sehr gespannt. Reisen wir auf. Der liebe Mirko von Your Hot Wheels Buddy hat mir wieder ein Paket geschickt. Er hat mir schon mal eins geschickt. Damals hatte er noch einen anderen YouTube-TikTok-Namen. Also er macht aktiv YouTube- und TikTok-Videos. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich verlinke euch den lieben Mirko einmal unter dem Video hier. Ich habe ein schönes Messerchen besorgt. Ich weiß es nicht. Das gab es bei Norma. Ich weiß nicht, ob man... Es heißt ja immer, man darf bestimmte Sachen nicht verkaufen. Feststehende Klinge und so. Ich verstehe nicht, warum man das dann legal bei Norma kaufen kann, weil das ist eine feststehende Klinge, sag ich dir, wie es ist. Hat, glaube ich, 10 Euro gekostet und ich habe mit diesem Messer schon mal ein Paket ausgepackt und habe mir echt fies in die Finger geschnitten, deswegen mache ich das mal echt vorsichtig, weil beim letzten Mal lief Blut, ohne Scheiß. Ja, ich schneide mal hier so rundherum auf, weißt du, hat er gut verklebt hier. Da gucken wir mal. Er meinte, er möchte mir gerne eine kleine Freude machen wieder. Er hat ein paar Autos doppelt und sie hat da zu Hause rumliegen. Hatte gesagt, ich habe Lust, dir eine Kanalspende zu machen. Mirko, ich bin dir ohne Ende dankbar, wirklich. Vielen, vielen Dank schon mal vorab. Und es ist ja auch ein schöner Content auch für den Kanal. Und wenn ihr mir Autos schickt für meine Sammlung, ich weiß nicht, was mir mehr Freude macht. Wahnsinn. Wirklich herzlichen Dank. Wir gucken rein. Das Ding ist schwer. Eine Zeitung haben wir da drinne. Hey, cool, guck mal bitte. Guck mal, hier hat er was reingeschrieben. Kann man das ein bisschen sehen? Viel Spaß dabei, liebe Grüße, your Hot Wheels Buddy. Sehr cool, das finde ich schon wieder witzig. Hat er auch wieder gut verpackt. Guck mal hier, richtig schön ordentlich. Ne? Wir haben hier jede Menge Dämmung wieder drin. Muss ich gleich mal ein bisschen aufräumen. Hat er auch wieder die Autos in, wie sagt man, in Küchen-Zewa-Papier. Wir packen wieder eins nach dem anderen aus. Ich stelle das mal hier kurz ab. Ich muss unbedingt mal meine Höhle aufräumen. Ich habe das jetzt hier neben mir stehen und ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich nehme jetzt immer ein Auto nach dem anderen raus aus seiner Verpackung und dann entsiegeln wir das sozusagen. Wir legen mal los. Ich bin sehr gespannt, was er gefunden hat. Einen Toyota Land Cruiser. Da geht's los aus der Serie Then and Now. Und das ist auch direkt ein Treasure Hunt. Sau cool. Guck mal, das ist auf jeden Fall ein schöner Safari-Jeep. Cool, ich glaube, der ist aus der aktuellen Serie, ne? Bin ich mir, glaube ich, sehr sicher. Ist natürlich wieder ein Treasure Hunt. Hammergeil für meine Sammlung. Bleibt auf jeden Fall, also die Sachen, die du mir schickst, die bleiben auf jeden Fall in der Sammlung. Sehr cool. Kann man das hier hinstellen? Sieht er das denn besser? Warte, ich räume das Gelumpe mal kurz weg. Und auch mitten im Video aufräumen. Das hätte man ja vorher machen können. Mirko, Hammer. Oh, nächster Auto. Wieder in Zewa-Crepe verpackt. Sehr, sehr geil. Wow, den habe ich tatsächlich noch überhaupt nicht. 1973er Honda Civic Custom. Hammergeil. Ich weiß jetzt gar nicht, seit wann Honda den Civic produziert. Aber das hier ist einer natürlich von den frühen Modellen. Erinnert ein bisschen an Mini, kann man sagen. Ne? Richtig geil. Wir haben hier eine Menge drauf. Die Scheinwerfer sind da. Kennzeichen vorne, schwarze Haube. Sieht ein bisschen aus einer Mischung aus Mini und 1er Golf, oder? So im weitesten kann man sagen, oder? Die Felgen sind natürlich wieder, die sind auch auf dem anderen Nissan noch drauf, auch, ne? Geile Farbe. Das feiere ich schon wieder. Da hätte ich aber auch Bock, da wäre ich heiß, den, glaube ich, auch in meinen Kasten zu stellen. Da müssen wir mal, wir müssen wirklich mal eine Einräumfolge machen. Es sind sogar die kleinen Scheinwerfer hier vorne abgeklebt. Ich hoffe, es fokussiert ein bisschen. Ich hoffe es wirklich. Also die Scheinwerfer sind hier wie auf dem Bild abgeklebt. Sehr geil, wirklich. Also Dankeschön. Ich hoffe, ich baue das mal so auf. Der Platz wird wahrscheinlich nicht reichen bei dem Gewicht von dem Paket. Unglaublich, was du mir da geschickt hast. Ja, machen direkt weiter. Warte, jetzt habe ich zwei erwischt. Einen nach dem anderen. Auch wieder sauber und ordentlich verpackt. Der liebe Mirko Keil. Also wirklich cool. Oh. Alter Schwede. Das macht mir das, also das ist mein Highlight bis jetzt. Porsche 911 Carrera RS 2,7. Ja, den kann man bei Need for Speed Porsche fahren. Ich weiß, ich mache gerne den Vergleich, weil es einfach ein geiles Spiel ist. So, der Porsche. Und ich finde in dem Spiel, dieses Auto lässt sich so scheiße fahren.
Trotzdem ist es irgendwie eine Hassliebe von mir. Wirklich, ich feiere dieses Auto. Gerade mit dem Streifen hier an der Tür. Ne? Ein absoluter Klassiker. Porsche ist, glaube ich, in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden. Da gab es auch eine Zeitung. Die hätte man sich vielleicht kaufen sollen. Die wird bestimmt in den nächsten paar Jahren ein bisschen was wert sein, kann man sagen. Ne? Ja, komplett in Orange, richtig schön, passend zu den 70ern. Sogar der Unterboden ist orange. Ich glaube, meine Eltern hatten damals auch eine Küche, die war komplett orange. Ja, so war das früher. Ne? Die Bäder damals aus den 70er, 80ern, kannst du heute nicht mehr machen. Ne? Curryfarben, grün gab es, rosa gab es zum Teil, aber ich glaube, das war früher. Aber das hier ist wirklich ein richtig schönes Auto. Wahnsinn, herzlichen Dank. Das ist schon fast, das ist zu schade zum Auspacken. Kann ich nicht machen. Guck mal, wir haben sogar hinten, die Rückleuchten sind da. Und ein Schriftzug, Porsche, die Kamera ist wieder super kurz. Ich, da geht's. Steht da noch drauf, hinten am Flügel. Ne? Geil. Schöne schwarze Felgen, passt hier wunderbar. Kein Scheiß hier hinten drauf geklebt, was schon mal echt gut ist. Oh, das freut mich richtig hier. Sau cool. Herzlichen Dank. Also der bleibt auf jeden Fall zu. Den kann ich nicht aufmachen. Nächstes Auto auch wieder. Natürlich, man kennt ihn. Ne? Ordnungsgemäß verpackt. Oh. Es gibt Sportwagen. Und es gibt Supersportwagen. Und das hier ist ein Auto, was sich wahrscheinlich die wenigsten lebenden Menschen überhaupt jemals leisten können. Ein Pagani Zonda R. In blau Metallic mit goldenen Rädern drauf. Ein ja, super Hypercar, kann man schon fast sagen. Ne? Wahnsinn, richtig geiles Teil. Die Motoren, die klingen halt super krass. Ich weiß gar nicht, wie viel Zylinder hat der. Müsste man mal nachschauen. Irre, also das ist wirklich ein heißes Gerät. Was steht hier an der Seite drauf? Hot Wheels Turbo natürlich, aus der Serie Hot Wheels Turbo hier. Hammer. Schöne Farbe, tolle Felgen. Noch so ein kleiner Aufkleber, so ein bisschen an der Seite drauf. Ich hoffe... Ich bin heute mal irgendwie ein bisschen weiter weg von der Kamera. Ich hoffe, ihr könnt das trotzdem schön erkennen und schön sehen. Ach, Hypercar, kann man sagen. Ne? Weiß gar nicht, was sowas kostet in echt. Aber auch der muss zubleiben, weil kann ich nicht aufmachen. Ne? Das ist schon wieder super heiß. Cool. Also, wir sind noch lange nicht fertig. Also, wir sind heute ein bisschen... Ich will das ja auch nicht zu lange machen, das Video. Den habe ich... Warte mal. Da muss ich nachschauen. Habe ich den in, den habe ich in Silber? Doch, ich weiß es. Hier, guck mal. Barbie extra in Weiß mit Flügelchen auf der Seite. Rosane Innenausstattung. Ach du Scheiß, oder? Warte mal, die Innenausstattung ist sogar lila. Die Fenster sind, ja, pink. Ist das pink, rosa? Weiß nicht, ist eher rosa, ne? Rosa getönt. Sternchen-Scheinwerfer, ach wie süß. Nee, das kommt auf jeden Fall, das ist schon wieder heiß hier oben, die Karte, oder? Hot Wheels extra. Das kommt in die Barbie-Sammlung. Ich weiß nicht, es hat sich so irgendwie ein Fetisch entwickelt, Barbie-Autos zu sammeln. Es gibt ja auch, oh, guck mal, hinten sogar, hinten Rückleuchten sind auch Sternchen drauf. Super heiß. Es gibt ja auch Videospiele, die sind gar nicht mal billig, ja, von Barbie und so. Für den Nintendo NES und Super Nintendo, glaube ich, auch gab es Barbie-Spiele. Da konnte man, ich weiß, man konnte in irgendeinem Autospiel damit so ein bisschen durch die Stadt cruisen. Mit dem, das ist natürlich die letzte Grütze, dieses Spiel. Aber irgendwie bockt es trotzdem. Und das Auto ist super heiß. Ja, es bleibt in der Sammlung. Ich weiß noch nicht, ob ich es... Das wäre eigentlich schon was für die Wand, ne? Obwohl, den anderen, sage ich mal, Fantasy-Barbie habe ich leider auch nicht an der Wand, aber noch in der Sammlung, weil das irgendwie ist echt wirklich cool. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil es sind wirklich ultra viele Autos. Mann, Mirko, da machst du mir eine riesige Freude. Oh, ich habe ihn gesehen, habe ihn aber nicht mitgenommen, habe mich dann geärgert. Kennst du das? Bist im Geschäft, denkst, hier haben wir den 1968er Mazda Cosmo Sport. Und das ist auch schon wieder so ein futuristisches Design, kann man sagen, ne? Stark. Ja, auch wieder orange natürlich, ne? Es passt zu der Zeit. Weißer Streifen über die Seite. Sau cooles Auto. Wir haben die Scheinwerfer so drauf. Warte mal, doch haben wir da, ja. In weiß. Oh Mann, jetzt haben wir den Fokus verloren. Fokus Locus. Hinten drauf ist leider nichts zu sehen. Unterboden ist komplett weiß. Hebt sich schön ab. Also das ist echt ein heißer Wagen. Ich hatte ihn schon mal in der Hand, habe gedacht, Basti... Haben dann hingelegt und habe mich dann geärgert, hätte gedacht, ach, nö, hättest du mal. Danke, jetzt habe ich ihn in der Sammlung, sau cool. Auch der bleibt zu, ne? Kann ich nicht aufmachen, weil das irgendwie doch ein tolles Auto ist. Weißt du? Weiter geht's.
Ich weiß nicht, also es nimmt kein Ende anscheinend. Oha! Jetzt kommt was für die Ami-Freunde von euch. Es gibt ja auch einige Leute, die sagen, oh cool, ich sammle nur Amis. Ne? Ein 1971er Plymouth GTX, auch wieder im schönen Orange. Wie gesagt, 70er, 80er Jahre war Orange, glaube ich, die Farbe des Jahrzehnts. Absoluter Knaller natürlich, ne, das Auto, da gibt es nichts, also das ist schon heiß. Ich bin nicht so unbedingt der Ami-Fan, aber es gibt Autos wie das hier zum Beispiel. Ich habe auch, also doch, mein Kasten ist schon, ich habe einen Kasten komplett Amis. Es gibt schon ausgewählte Amis, die wirklich geil sind, unter anderem der hier. Bombe. Das ist schon wieder saucool. Auch der bleibt zu, Muscle Mania. Hier sind auch noch die Chromleisten an der Seite. Guck mal bitte. Kann man es ein bisschen sehen? Ich hoffe, es spiegelt ein bisschen. Dass ihr das mal seht, wie es reflektiert. Stark. Sau cool. Ja, der Platz nimmt schon ab hier. Muss schon vorsichtig stapeln. Warte mal. Das können wir auch mal wegmachen. So. Hier so ein bisschen an die Seite räumen. Sonst haben wir gleich keinen Platz mehr. Unglaublich. Irre. Oh, Alter, und ich habe ihn noch nicht gefunden. Oh, geil. Ich habe ihn in einer anderen Farbe, aber die Farbe ist noch mal einfach noch geiler. Guck mal bitte, Honda Civic, Custom. Weiß mit Tribals auf der Seite. Oh, das ist so geil, das Ding. Leider, leider, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, es stört mich ein bisschen, dass die Felgen so gravierend unterschiedlich ist. Das Auto ist so ein schönes Casting. Es hat so, es ist so toll gearbeitet einfach. Der Honda Civic ist eine Legende. Kannst du sagen, was du willst? Ist so. Der eignet sich auch hervorragend zum Modding. Hier sehen wir noch ein bisschen was Details an der Stoßstange. Von oben kann man auch noch mal ein bisschen gucken. Weiße Innenausstattung. Da guckt wieder der Auspuff durch die Haube. Super geil. So, und ich sehe gerade, der Akku von der Kamera nimmt ein bisschen ab. Müsste man dann mal einen neuen kaufen. Hot Wheels Drag Strip. Sau stark. Hammer stark, wirklich. Kann ich auch nicht aufmachen. Bleibt zu. Den anderen, den ich hatte, wollte ich ja modden. Bin ich auch noch nicht zugekommen. Ich habe so viele Pläne, auch Hot Wheels Videos, was ich noch machen möchte. Aber weiß ja, wie das mit der Zeit... Oh. Alter, du denkst, es kommt ein Highlight und es kommt einfach noch ein geileres Highlight. Den kann ich auch nicht auspacken. Alter, den kann ich nicht auspacken. Oh, Karte ist leider ein bisschen verknickt. Trotzdem macht das nichts. Ach, Freunde, Porsche, also ein bisschen nasses Höschen. Porsche 911 GT3, rot. Perle, oder? Guck mal bitte, Scheinwerfer sind da. Komplett schön schwarze Streifen über die Haube, komplett über das Auto. Ich liebe Porsche wirklich. Das hier ist super heiß. Hinten haben wir die Rückleuchten da. Ach, Porsche ist einfach... Weiß ich nicht. Ne? Lamborghini oder Porsche, würde ich immer sagen. Porsche, wenn die Frage kommt. Oder? Seid ihr eher Team Lamborghini? Guck mal, die Linienführung hinten am Fahrzeug, über das ganze Heck. Du hast hier... Oh, schade, jetzt fokussiert es nicht richtig. Du hast hier komplett die Rückleuchte komplett als einen Balken drauf. Kennzeichen ist da. Schnittig, ich weiß nicht. Also hier stimmt alles. Hier stimmt alles an diesem Fahrzeug. Tolles Design. Mega, den kann ich nicht auspacken. Das wird behandelt wie ein rohes Ei. Super cool. Mann, Mirko, also du machst mir eine Riesenfreude hier. Da hast du wieder eine Bombe gezündet. 1900, ich habe ihn... Warte, ich habe ihn auch selber gefunden, erst vor kurzem. Ich habe ihn noch nicht in einem Video gezeigt. Aber danke, dass du ihn hast, weil ich kann ihn jetzt auspacken und kann ihn euch einmal zeigen. Den Toyota Supra aus dem Jahr 1982. Hot Wheels The 80s ist natürlich richtig gut gemacht, das Ding. Wir haben über der Haube ein paar schöne Lufteinlässe und so weiter. Ein Scheinwerfer ist offen, der andere geschlossen. Wir haben natürlich fetten Ladeluftkühler vorne an der Schnauze. Ja, hinten haben wir das Rollo an der Heckscheibe. Tolle Form auch wieder vom Wagen. Die Rückleuchten sind komplett da. Hot Wheels steht auf dem Nummernschild. Supra Schriftzug hinten dran. Kracher. Das Ding ist auch in Rot-Schwarz schon. Macht das einen tollen Eindruck, finde ich. Und ist einfach wirklich ein sehr, sehr schönes Casting. Also das ist wirklich ein Auto, was einfach zeitlos ist, finde ich. Ne? Das ist immer geil einfach. Sogar die Türgriffe sind drauf.
Ja, den können wir jetzt, wir müssen echt mal Platz machen. Wir haben ihn jetzt ausgepackt, wir müssen mal gucken, wie wir es machen mit dem Platz. Ich hatte ihn ja letztens in meinen Kasten gestellt. Gerade nochmal geguckt, weil es einfach mich umhaut ein bisschen. Dass ich ihn jetzt einfach wirklich in einem mintigen Zustand habe. 1984er Audi Quattro Sport. Heftig, ich habe ihn jetzt auf einer wirklich schönen Karte im richtig guten Zustand. Den lasse ich auf jeden Fall eingepackt, weil das einfach super geiles Auto ist. Ich hatte ja schon mal gesagt, beim letzten Mal habe ich mich geärgert ein bisschen. Ja, aber ich wollte das ja haben auch für meine Sammlung, ne? Weil ich ja die anderen auch schon ausgepackt habe. Und jeder Audi, den man eingepackt hat, das ist einfach, der darfst du nicht machen normalerweise, ne? Der bleibt zu. Krass, also wirklich, das haut mich ein bisschen um, deine Kanalspende. Wirklich, ich weiß nicht, es macht mich ein bisschen sprachlos. Oh, 1984er Pontiac Firebird in hellblau. Guck mal bitte die Farbe, ist das geil? Das ist so ein himmelblau Metallic. Ne? Ich habe den auch schon mal in rot gefunden, den hatte ich auch mal eine ganze Zeit lang in meinem Kasten, da steht auch immer noch, ne Moment, den hatte ich mal raussortiert, weil Rot nicht so geil war. Und das hier, das ist einfach eine Farbe, das harmoniert komplett geil. Guck mal, dieses weißer Unterboden, ne? Da haben wir noch, man sieht halt auch unten schön ein paar Details, ne? Dann haben wir natürlich noch die super geile Lackierung, was wirklich richtig heiß ist. Man kann schön in den Innenraum gucken. Hinten drauf haben wir leider nichts, vorne leider auch nicht. Aber das holt das Auto trotzdem wieder raus. Haben wir da einen blauen Streifen drüber? Ja, ne, so einen weißen. Warte mal, gucken wir hier so ein weißer Streifen noch ein bisschen drauf. Super heißer Wagen, oder? Mirko, ich reiß ab hier. Das ist ja ein Hammer. Zwei Autos haben wir noch. Krass. Nee. Nee. Ich habe zwei davon in der Sammlung. Und jetzt habe ich einen dritten und in der Farbe, ich habe ihn ehrlich gesagt, ich habe ihn nur nicht gefunden, und hätte ich ihn gefunden, ohne Scheiß, ich hätte ihn mitgenommen. Guck mal bitte, 2017er Audi RS6 Avant in, ja, wie kann man denn sagen, schönes dunkelgrün, Scheinwerfer sind da, Grill ist da, Audi Vorsprung durch Technik, warte mal, so seht ihr das, glaube ich, gut. Och, das ist schon... Alter, den würde ich gerne mal in echt fahren. Ich glaube, der RS, der geht richtig gut. Rückleuchten sind da, sieht man es ein bisschen. Ich mache mal die Hand ein bisschen krumm. Heiß. Schöne heiße Farbe. Doch, kann man machen. Warum nicht mal ein Audi in grün? Wir haben den jetzt, also ich habe den in Blau-Metallic und in Rot in der Sammlung. Ich glaube, den habe ich damals auch mal auf der Börse gefunden. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Hot Wheels hat den eine lange Zeit nicht produziert. Und jetzt ist er wiedergekommen. Hot Wheels RS6. Auf dem Nummernschild drauf. Heiß. Mirko, krass. Also wirklich, das ist wirklich ein Highlight. Unglaublich. Nee, ich habe gelogen, es sind noch zwei Autos. Oh, hier haben wir noch was ganz Spezielles. Das heben wir uns zum Schluss auf. Warte, jetzt kommt noch mal ein Knaller. Oh, das ist kein Hot Wheel. Okay, es ist ein Matchbox. Warte mal. Matchbox 70er Spezialedition. Ein 1966er Dodge Charger. Ach ja, die Karten auf den Matchbox-Autos sind schon gar nicht mal schlecht. Ne? Es ist schon ein geiles Design. Auch die Autos sind sehr, sehr geil. Man muss ehrlich zugeben, dass die Matchbox-Serie doch irgendwie auch was sehr Hochwertiges hat. Ne? Heftig. Warte mal, wir haben hier auch die... Ja, ist das die Rückleuchte? Soll das die Rückleuchte sein? Dieser komplett rote Balken? Könnte das sein? Geil, oder? Bisschen Details noch auf der Seite. Orangener Rand. Wunderschöne Front, finde ich bei dem Wagen auch. Ne? Das ist auch wieder so ein Klassiker. Es ist zwar kein Hot Wheels, aber Alter, das ist wirklich auch was Feines. Der bleibt natürlich auch in der Sammlung hin und wieder designed for a lifetime. Habt ihr das gesehen hier oben? Da steht's. Die Matchbox hin und wieder nehme ich mir auch mal mit. Und das ist wahrscheinlich, wäre auch einer. Ich muss echt mal wieder auf die Jagd gehen. Ich lege es jetzt mal hier oben hin, weil ich einfach keinen Platz mehr habe. Und wir haben jetzt noch was ganz Spezielles. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Ist das ein Custom? Guck mal bitte, das ist geil, dass wir uns für den Schluss aufgehoben haben, weil es einfach super heiß ist. Zeig euch das erstmal von hinten.
Hinten nichts Besonderes, ein bisschen vertüdelte Karte. Jetzt drehen wir es um. Da haben wir was. Guck mal die Karte an, die komplett am Arsch. Ich weiß nicht, ob du hier ein Custom reingebaut hast, gemacht hast, ich weiß nicht. Gucken wir uns an, der ist auf jeden Fall super verpackt hier, ist hier draufgeklebt. Warte mal, guck mal das Messer an. Ich weiß nicht, warum man das, wie gesagt, legal so verkaufen kann. Keine Ahnung, ist mir ein Rätsel. Aber wie gesagt, habe ich erworben bei Norma, ne? Ja, okay. Ist ja kein Waffenkanal. Heißt wieder, oh, weißt du? Das bestimmt ein Custom. Also das gucken wir uns an. Ich bin mal gespannt. Oh, warte, der ist auch noch mal verklebt. Ich muss noch mal einen Schnitt machen. Der Herr Doktor muss noch mal schneiden. Warte. Ich will natürlich auch nichts kaputt machen. So, ich glaube, das haben wir jetzt gut gemacht. Ich wickel auf. Alter, ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Nein. Nein. Alter Schwede, ich habe ihn gesucht für meine Sammlung. Ich zeige ihn euch. Hier ist er in hellblau. Los geht's, eine Aufnahme. Alter Schwede, der Audi Quattro in blau. Mann, wie geil, da machst du mir eine Riesenfreude. Der kommt natürlich aber direkt in den Kasten rein. Sau cool, wirklich. Herzlichen Dank. Das ist natürlich heiß. Das passt wieder super geil in die Sammlung. Jetzt muss ich mal gucken, was wir rauswerfen. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe schon einen Kandidat. Der fliegt raus. Es ist ein Mercedes. Der gehört da eigentlich überhaupt nicht rein in den Kasten. Aber dafür machen wir jetzt Platz für den hellblauen Audi. Das ist ja schon wieder Hammer. Also in Blau ist er, oder sagen wir hellblau, ist er auch super geil. Er passt halt auch. Ist halt auch eine schöne Farbe, dieses Blau. Ne? Wir haben ihn jetzt schon in Weiß, Grün, Schwarz und jetzt in Blau. Perfekt. Audi Nummer 4 in meiner Sammlung. Quattro. Hammer. Also Mirko, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Kanalspende. Du machst mir eine wirklich große Freude. Und ich bin echt ein bisschen platt. Das haut mich ein bisschen weg. Hier unten liegt so viel Papier. So schöne Autos bekommen. Herzlichen Dank nochmal. Der Link zu seinem Kanal ist in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne mal schauen. Lasst ihm ein Abo, da würde mich natürlich freuen. Es ist immer schön, wenn man sich gegenseitig unterstützt. Da hat man am Ende immer mehr von. Das macht einfach Sinn in meinen Augen. Und ich danke euch fürs Einschalten und hoffe, ihr bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mirko, herzlichen Dank. Bis dann, macht's gut und tschüss.